Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sind hier in Shropshire. Das ist, glaube ich, da hinten rennen ein paar Wölfe rum. Die machen so ein bisschen Stress. Und wir schauen aber mal rein in den Kodex. War eigentlich was Neues angezeigt? Ich hätte schwören können. Nee, ist nicht so. Denn wir wollen haben wir das denn irgendwo der Versorgungslinie? Wir wollen eigentlich hier oben zu diesem lustigen, wo bin ich da nicht? Zu diesem lustigen Turm wollen wir hoch. Zu den Hügeltorüberresten. Aber es scheint echt so eine ganze Festung zu sein. Ja, da soll es wohl irgendwo was geben und dahinter soll sich irgendwo ein Steinbruch befinden, wo wir auch mal rein müssten, um die Versorgungslinie der Bretonen zu stören. Aber wir gehen erstmal da hoch. Ja, ganz gemütlich. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. So, hier haben wir unser treues Ross. Die Wölfe sind inzwischen, ja, zumindest halbwegs weg. Und dann schauen wir doch mal, was hier oben so los ist. Sieht es so aus, als wenn es in Benutzung wäre derzeit? Ich kann dafür keine Anzeichen entdecken. Ob sie nicht hochfährt. Ich dachte, es geht vielleicht gerade noch so. Ja, okay. Ist für Eivor scheinbar auch schwierig. Na, kann ich hier nicht einfach so? Nee, scheinbar nicht. Hier einfach mal so auf die andere Seite vielleicht klettern, Eivor. Wie wär's denn damit? Ja, nee, war schon. Ja, da schwenkt natürlich die Kamera. Das ist die ganze Eingabe halt wieder für ein Probo. Soll ich ihn damit freisprengen? Ach, da unten ist so ein. Ah, okay. Aber wir müssen erstmal hier hoch. Ja, sieht doch durchaus hübsch aus. So, dann schauen wir mal darunter und stellen fest, kein Anzeichen der Bretonen zu sehen. Aber hieß es nicht, die hätten. Unter Eibau, man ist ja nicht so schwierig. Die würden hier auch das Ding benutzen als Nachschubroute. Ich dachte, ich hätte sowas gehört beim letzten Mal.
Ja, und dann wurde da tatsächlich was freigelegt. Wo sind hier die Leiter? Dachte, ich hätte hier eine Leiter von oben gesehen. Irgendwie haut die nicht so hin, wie ich dachte. Ein Holzbein, okay, gut. Soll ich da runter springen? Nee. Er darf es dann loslassen, danke. Alter, was sind wir los hier? So, wollen wir erstmal ein bisschen Licht machen? Oh, haben wir hier so einen alten Assassinen-Unterschlupf gefunden? Das sieht so aus, ne? Eine Schatzhortkarte. Der feste Kausto. Mal sehen, wo die ist. Was mehr gibt es hier nicht? Ich dachte, hier würde es vielleicht noch irgendwas Cooles geben. Scheinbar ist das nicht der Fall. Dann schauen wir uns die Schatzhortkarte aber gleich mal an. Und Oxfordshire, das haben wir auch noch nicht. Ich dachte, das haben wir doch eingesammelt, oder nicht? Die feste Kausto, okay, also in einem kleinen Tümpel bei irgendeinem See, von dem wir noch keine Ahnung haben. Weil wir nämlich nicht wissen, wo sich jene Feste befindet. So, dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Ja, gehen wir gleich mal in die Richtung los oder gucken wir erstmal hier. Wenn wir einfach einmal hier auf den Mauern außen rum rennen, wenn wir schon mal hier sind. Schlüssel. Ja, dann war es vielleicht gar nicht so schlecht, hier herumzurennen. Da soll ich irgendwie von der anderen Seite ran. Wahrscheinlich soll ich hier.
erschließt sich mir noch nicht ganz, von wo ich da rein soll. Ah, hier. Kannst du mich hier lang schwingen? Dann wohl zuerst nach oben. Ah, okay. Hierfür benötigen wir scheinbar den Schlüssel. Ja, dann machen wir hier schon mal auf. So, dann müssen wir hier irgendwie reinkommen. Was war das denn? Eigentlich wollte ich schon da oben bleiben. Okay. So, dahinter verbirgt sich nichts. Gibt's auch nichts. Gab's ja echt nur diesen einen Schlüssel. Ist ja schade. Lederstoff und eine Rune des Zorns. Na, hier unten sehe ich es noch schimmern, ne? Ja, da. Sollen wir rein? Na, wir laufen hier erstmal die Mauer zu Ende entlang. Schauen uns an, was es hier noch Schönes gibt. Scheinbar tatsächlich nichts. Ach, also bleibt doch hier oben drauf. So eine Statue, okay. Aber wir müssen hier unten rein. Lebt ihr noch? Nee. So, da haben wir hier auch noch ein ganz tolles Artefakt mitgenommen. Ups. So, klettern wir hier gleich wieder hoch.
Bringt das was? Scheinbar nicht. So, dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Das war jetzt noch nicht so erleuchtend hier. Wo ist denn hier der Eingang? Die Fenster sehen alle ein bisschen schmal aus zum Durchklettern, ne? So, noch ein bisschen Stoff nehmen wir natürlich mit. Ups. So, da haben wir uns das hier angeguckt. Wir müssen jetzt also, aha. Und drüben haben wir noch ein bisschen was, das tatsächlich interessant sein könnte. Da haben wir hier zum Beispiel diesen Baum, der ganz interessant sein könnte. Haben wir hier so eine kleine Ruine und hier drüben so ein, ich vermute, es ist wieder so ein Steinbilder-Rätsel. So wird es natürlich gar nichts. Auch mal zurück hier. Ich dachte, ich hätte ihn zu Boden gebracht, um ihn zerstampfen zu können. Was gibt's denn hier drüben? Jetzt lasse ich mich hier schon wieder komplett ablenken von allem am Wegesrand. Ah, da
Achse sieht halt so aus, als wenn es was sein könnte. Ist aber nichts. Ivor stellt sich ja immer so ganz komisch drauf. Also, da ist sie halt nicht der einzige Assassine. Muss man halt ganz klar sagen. Was leuchtet denn da so? Ach so, das war so ein Feuerkorb, ne, der da am Wegesrand stand. Ich werfe noch mal einen Blick auf die Karte. Ach, da drüben kommen wir dann schon zum nächsten Aussichtspunkt. Ja, da reiten wir ja erst einmal ins Tal hinab. Schäfchen! Hallo! So, hier der Baum ist hauptsächlich groß, sonst gar nichts, wie es aussieht. What? Dark spirits torment this land. Und dann gucken wir auch direkt mal nach. Also ich denke, ich muss in die Hütte rein, ne? So viel dürfte klar sein. Ja, gut. Sächsisch-heidnische Segnung. Mögen deine Feinde zerstreut werden wie trockenes Laub im heulenden Wind. Mögen die, die du hast, beim Anblick deines Gesichtes die Flucht ergreifen. Statt der Segnung hört sich eher an wie ein Fluch. Wenn Leute beim Ansicht, bei Was bei Ansicht des Gesichtes, beim Anblick des Gesichtes, oh Mann, Deutsch, ja, die Flucht ergreifen sollen. Das hört sich nicht so richtig nach Segnung an. So, Wegmarker 1 habe ich jetzt gar nicht abgehakt, weil ich den Baum nicht hochgekommen bin. By Odin, the Nithing curse is lifted. So, dann kann ich die Markierung hier auf jeden Fall wegnehmen. Ist hier im Wald noch irgendwas Spannendes? Man weiß es nicht. Aber der Wald hier sieht halt so richtig schön urig aus. Nee, da scheint es auch nur Steine hier im Wald zu geben. Ja,
kann ich keine Strukturen erblicken. Have a look, Sunan. Oben drauf gibt's was, das dürfte schon der Aussichtspunkt sein. Ist auch nur ein Stein. Und hier gibt es wunderschöne Wasserfälle. Ja, dann flitzen wir auch da mal hin. Nehmen das Ganze etwas genauer in Augenschein. Ich höre Wölfe. Ich renne direkt drauf zu. Das ist ein toter Wolf. Das Myzelfeld, das hört sich nach Pilzen an. Here, I believe, is where the Nephilim place sacred stones to guard the chattel of God from other giants. Those present were scared by demons, and God defended the pious, sending the giants away. Only these holy reverberations remain. The work of good souls who have the earth in their heart will forever be tied to our ancestors and our Lord via this gateway. Mhm. So eine Doppelschleife ist das irgendwie. Na, hier von der Seite, das sieht eher so aus. Aber wir müssen deutlich höher stehen, damit das Sinn ergibt. Noch höher. There is a force here, invisible. Oh, hier kann ich echt auch einen Screenshot machen. Also das Screenshot-System ist schon deutlich besser als in Cyberpunk. Da kann man nicht mauern. So, das kommt wieder weg. Was haben wir denn da hinten? Den Rand der Karte haben wir da auf jeden Fall und da gibt es eine Menge einzusammeln. Na, dann begeben wir uns vielleicht hier so ein bisschen bergauf.
Hier gibt es auch noch irgendwas in diesem kleinen Wäldchen. Da ist auch wieder so eine auffällig runde Struktur auf jeden Fall. Ja, wir gehen einfach mal hier wieder den Berg hoch. Achso, den Fertigkeitspunkt wollen wir vielleicht auch ausgeben. Ich wollte ja hier so ein bisschen nach dem Weg des Bären Ausschau halten. Da gibt es noch einen. Wir brauchen ewig lang hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was gibt's denn hier unterwegs? Gesundheit können wir immer gebrauchen. Schwerer Schaden auch nicht schlecht. Und die Schlachtfeldeinäscherung, ein bisschen Fernkampf hier. Hier gibt's Feuer, Schleichen, Widerstand leicht, Feuerwiderstand. Wie sieht es denn mit dem Raben aus? Hier zum Beispiel bräuchten wir zwei Punkte. Ja. Nehmen wir doch direkt mit. Auch das automatische Plündern haben wir da. Ja, wenn wir eh sonst nichts vorhaben. Hä, laufe ich in die richtige Richtung? Ich muss da hoch in Wirklichkeit, ne? Ja. Aha, wie sieht's denn hier aus? Grüne Fackeln. Seeforellen kann man da auffangen. Ein Brief einer Mutter. Oh Sam, wir vermissen dich so. Wir beten, dass die Einsamkeit dir gut tut, aber wäre es denn so verkehrt, uns mal wieder zu besuchen? Vielleicht. Ich könnte diese Teigtaschen machen, die du so magst. Es ist schon 3 Jahre her, Sam. Sicher würde der Herr dir verzeihen, wenn du mit deiner armen alten Mutter ein paar Teigtaschen isst. Wahrscheinlich schon. So, da hoch müssen wir, ne? Das sollte ja kein Problem sein. So, mehr gibt's exakt hier nicht zu holen.
Ich habe leider keine kleinen Seeforellen. Zu den Hasenpfoten schreien wollte ich ja eigentlich reisen, ne? Schon vor geraumer Zeit. Hier gibt es auf jeden Fall noch was. Ja, auch am Geräusch erkennbar. Wartet mal, dann können wir doch gucken. Hier macht es kein extra Geräusch, ne? Ah, Sandy. Der Bomersee. Haben wir hier eine Festung auf jeden Fall drauf. Oder so runde Hütten. Aber hier sollten wir scheinbar nochmal hin. Es ist auch echt ziemlich groß. Vesper, sollten wir danach nicht suchen? Liegt südlich der Rest des Hügeltors. Müsste Steinbruch hier sein irgendwo. Ja, da ist er auch eingezeichnet. Da sollten wir also eigentlich hin. Na gut. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe einfach, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.